Herzlich willkommen bei Sweet Life Sunshine. In diesem Video zeige ich euch einen leckeren Käsekuchen mit Mandarinen. Für den Rührteig benötigt ihr 75 Gramm weiche Butter, 75 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, eine Prise Salz, 75 Gramm Mehl, ein Teelöffel Backpulver und zwei Eier. Für die Käsemasse 500 Gramm Speisequark in Magerstufe, 2 Eier, 60 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, ein halbes Päckchen Puddingpulver mit Vanillegeschmack und 125 Gramm Crème fraîche oder saure Sahne. Und für den Belag des Käsekuchens 2 Dosen Mandarinen und ein Päckchen Tortenguss. Als erstes das Mehl mit dem Backpulver mischen. Die weiche Butter, den Zucker, den Vanillezucker und das Salz in eine Schüssel geben. Die Zutaten mit Hilfe eines Flachrührers oder Rührbesens glatt rühren. Die Eier hinzugeben und weiter rühren. Das Mehl mit dem Backpulver nach und nach hinzugeben und unterrühren. Den Rührteig mit einem Teigschaber nachrühren und in eine mit Backpapier ausgelegte Backform geben. Und nun kommen wir zur Zubereitung der Käsemasse. Die Eier vorsichtig trennen und das Eiweiß steif schlagen.
die Eigelbe, den Zucker und den Vanillezucker in eine Schüssel geben und glatt rühren. Den Puddingpulver hinzugeben und weiter rühren. Anschließend Creme fraiche und den Quark hinzugeben und weiter rühren. Zum Schluss den Eischnee hinzugeben und vorsichtig einrühren. Die Käsemasse nun auf den Rührteig streichen. Den Kuchen in einem auf 175 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizten Backofen im unteren Drittel ca. 50 Minuten backen. Den Kuchen aus dem Ofen nehmen, abkühlen lassen und auf einen Tortenteller stürzen. Einen Tortenring um die Torte legen und mit Mandarinen auslegen. Den Tortenguss nach Packungsbeilage zubereiten und über die Mandarinen geben. Gut abkühlen lassen. Nun ist er fertig, euer Mandarinen-Käsekuchen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken und Genießen.